Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Heute stellen wir euch Zauberberg von Amigo vor. Und ja, es ist das Kinderspiel des Jahres 2022. Herzlichen Glückwunsch natürlich Herzlichen Glückwunsch an Amigo. Und an die Autoren und alle, die daran natürlich beteiligt waren. Ja. Glückwunsch. Genau, Glückwunsch an Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Jens-Peter Schliemann kennt man sehr, sehr gut im Kinderspielbereich. Der hat sehr, sehr viel gemacht, auch gerade drei Magier-Spiele. Ein Spezialist für physikalische Mechaniken in Kinderspielen. Den zweiten Autor kenne ich jetzt noch nicht so gut, aber ja, die haben das im Team hier gemacht. Das Ganze ist für 1 bis 4 Spieler. Es ist nämlich ein kooperatives Kinderspiel. Ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht. Die erste Frage, wenn ich ein neues Spiel bringe, von meiner Tochter zumindest, ist immer, spielen wir zusammen, weil sie nicht verlieren möchte. Ja. Ja, so. Genau, ab 5, wobei das nicht für jedes Kind gilt, würde ich auch nochmal sagen, jedes Kind ist kooperativ zu haben. Mein Sohn zum Beispiel spielt lieber kompetitiv, sei es drum. Ab 5 Jahren, also ein Spiel auch wirklich für die Jüngeren. Kinderspiel des Jahres ist da nicht immer, eindeutig ist auch schwierig, ne? Mal machen sie ein Kinderspiel des Jahres, was für ein bisschen die Jüngeren sind, mal ist für die Älteren. Das definitiv ganz jung, weil unter 5 gibt es eigentlich fast nichts mehr. Das ist dann schon fast. Ja, es ist dann wirklich so Einsteigerbrettspiele. Wir werden auf jeden Fall am Ende des Videos noch so ein bisschen diskutieren, so was gab es überhaupt zur Auswahl, welche wurden nominiert und wie sehen wir die so im Vergleich und so unser Fazit. Aber da kommen wir später zu. Genau. Jetzt zeigen wir euch erstmal Zauberberg und da das wirklich so ein einfaches Spiel ist, werden wir das euch einfach jetzt ein bisschen vorspielen und dabei die Regeln erklären. Thematisch ist es so, wir sind an einem Zauberberg, wir haben einen, wie heißt der nochmal? Der Magier Balduin, genau. Der ist irgendwie so unser Mentor, wir sind so Zauberlehrlinge und wir müssen diesen Zauberberg herunterlaufen und das vor den bösen Hexen schaffen. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Das Ganze funktioniert wie so eine kleine Murmelbahn. Genau. Ja, und man hat so ein paar random wir gucken uns mal das Elemente an. Ja. Und so ein kleines Jahrmarkt-Feeling. Genau, so ein bisschen Jahrmarkt-Feeling. Ja, es war schon diese Idee, ja, Kugelbahn oder ich weiß gar nicht. Also ich finde auch, es fühlt sich an wie so ein kleiner Spieleautomat für Kinder. Ja. Ihr seht, da oben sind unsere Lehrlinge. Hier sind auf vorgesetzten Feldern die Hexen platziert. Wir haben diesen Weg hier runter mit farbigen Feldern. Mhm. Und hier unten ist sozusagen das Zielfeld. Gewonnen haben wir, wenn wir es schaffen, auf der einfachen Variante hier 4 Lehrlinge den Berg herunterzukriegen, bevor es 3 Hexen geschafft haben. Und falls man das jetzt gerade nicht sieht, das ist natürlich abschüssig durch so ein paar kleine Plastikteilchen haben wir hier, das Brett ein bisschen abschüssig nach unten zu uns hin, sodass dann natürlich auch alles rollen kann. Genau. Und oh, seht ihr, wir haben hier schon eine kleine Schädigung. Das muss man wieder rankleben. Das muss man tatsächlich wieder rankleben. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, aber ich sag mal, ist das Material tatsächlich echt hübsch, schön dicke Pappe, schöne Figuren. Ja, aber das kriegt man auch leicht wieder geklebt, tatsächlich. Würde ich jetzt mal erstmal sagen. Aber dazu zum Material, alles später im Fazit. Jetzt spielen wir erstmal. Man spielt ganz leicht, man hat diesen Sack, da sind 5 farbige Murmeln drin. Und wenn man dran ist, zieht man einfach einen raus. Ich habe jetzt die blaue Murmel gezogen. Und da es kooperativ ist, können wir jetzt auch diskutieren, was ich damit machen soll. Ich muss immer mich jetzt entscheiden, ob ich es in eine von diesen Eingängen, also in welchen Eingang ich die Murmel sozusagen loslasse. Und die wird dann natürlich den Berg herunterrollen. Und das Spannende ist jetzt, dass immer dann, wenn die Murmel, am Anfang ist es automatisch so, weil natürlich die hier alle oben stehen, immer wenn die Murmel eine Figur trifft, egal ob Lehrling oder Hexe, dann wird sich diese Figur bewegen. Und zwar immer auf das nächste Feld der jeweiligen Farbe den Weg entlang. Das ist jetzt die blaue Murmel gewesen. Das heißt, der bewegt sich jetzt hier und würde hier hinkommen. Und die Murmel läuft natürlich weiter. Und das funktioniert dann so. Zack, peng. Jetzt ist die Murmel zufälligerweise hier oder leider nach rechts gegangen und hat die Hexe bewegt. Jetzt darfst du die Hexe bewegen. Die Hexe folgt dem gleichen Prinzip und jetzt seht ihr, oh, die Hexe kommt nach da. Wobei eine interessante Regel ist, man kann sich quasi aussuchen, wie schnell man das macht, weil es könnte ja jetzt tatsächlich passieren, dass die Hexe hier hinkommt und die Murmel nach da geht und die Hexe wieder trifft, was schlecht wäre für uns. Deswegen dürfen wir uns hier Zeit lassen. Wäre es jetzt ein Zauberlehrling, könnten wir das ausnutzen und möglichst schnell das machen, um die Kugel mit der gleichen Figur nochmal zu fangen sozusagen. Aber ja, ich mache es jetzt einfach.
Wisst ihr, das wäre sogar ein sehr gutes Beispiel. Ja? Ich habe jetzt mir extra Zeit gelassen und ja, das ist tatsächlich möglich. Ja, und sehr, du darfst schön auch nochmal spielen. Genau, ja, zum Glück hat ja jetzt auch gerade eine Kugel überhaupt was berührt, weil wenn das nicht passiert, dann muss man die Hexe so oder so in der jeweiligen Farbe dann vorschieben. Ich habe jetzt hier die lila, ne? Also man kann sich aussuchen, welche Hexe, aber halt eine Hexe auf das nächste freie Farbe gefällt. Genau. Der Kugel, ja. Ja. So, ich würde mal versuchen, sie hier fallen zu lassen. Dann habe ich auf jeden Fall einen getroffen. Und was ist das? Lila, ja? Es ist lila. Und ja, wir haben so ein bisschen diskutiert, darf ich jetzt den in der Luft hier direkt rüberheben oder muss ich dem Weg in der Luft folgen? Ich finde, ihr könnt es euch so ein bisschen aussuchen, aber also die Regeln geben tatsächlich vor, dass ihr dann direkt hier rüberziehen dürft. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Und dazu muss natürlich auch die Kugel erstmal das auch so machen, ja. Kinder von dir haben mir so gute Sachen beigebracht, dass man darüber reden wir auch gleich. Ja, ja. Also das kann man, muss man, das kann man natürlich auch sanktionieren, dass das nicht geht, dass man einfach sofort hochziehen muss. Aber es ist möglich, ja. Ja, du bist ja schon voll am Cheat, ne? Ja, sehr gut gemacht, ja, nicht aufgepasst. Ja, das, ja, das ist schon egal. Jetzt kann ich das ruhig so machen, wie du möchtest. Ja, genau. Ja, jetzt will er nicht. Ja, und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Ihr seht, es ist wirklich ganz einfach. Und ich bin jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal, ohne groß drüber nachzudenken. Dass ihr seht, ich habe den hier getroffen. Der würde jetzt nach da gehen. Und so geht es immer weiter. Wenn wir alle fünf rausgezogen haben, dann kommen sie einfach wieder zurück in den Sack. Und es geht einfach weiter. Und was man noch machen kann, ist, man kann dieses Zielplättchen umdrehen. Das habe ich ja hier schon gemacht. Und man kann sich halt noch schwerer oder leichter machen. Man kann es noch leichter machen, indem man sagt, man hat schon gewonnen, wenn nur vier da sind und nur zwei Hexen, ja, dürfen es machen. Ah, nee, das ist ja alles schwerer. Ja, genau. Das andere ist das Leichteste. Entschuldigung, verkehrt geredet. Das ist das Leichteste. Vier von uns, drei Hexen. Und dann wird es halt immer schwerer. Vier von uns und zwei Hexen dürfen es nur schaffen. Fünf von uns und zwei und so weiter. Und ganz schwer ist es dann. Alle sechs von uns müssen runter und keine Hexe darf es schaffen. Da ist natürlich aber auch so ein bisschen Glück dabei. Ist, ja. Genau. Es ist, man kann es halt probieren und wenn nicht, dann klappt es nicht. Ja, das sind schon die ganzen Regeln von Zauberberg. Und ja, was mein Fazit? Ich habe das Spiel natürlich auch mit meinen Kindern gespielt. Zunächst einmal muss ich eine Sache hervorheben, die wirklich für Kinderspiele ganz wichtig ist. Also gerade aus Elternperspektive. Ja? Unabhängig, wie tiefgründig das Spiel ist oder wie viel Spaß es bringt und so. Es ist schon mal ein großes Plus, wenn das Spiel schnell auf- und abgebaut ist. Das ist, gilt eigentlich für alle Kinderspiele, weil meistens machen es die Kinder ja nicht selber. Ja? Obwohl es natürlich gut wäre, sie dazu zu erziehen. Aber und selbst wenn sie es selber machen sollen, ist es auch einfacher, wenn es einfach schnell geht. Und das haben sie ja sehr gut gelöst, weil diese paar, also super schnell aufgebaut, diese vier Stützen können die Kinder leicht ranmachen. Also es ist eben nicht ein Spiel, was bei vielen Spielen leider so ist, wo es heißt, oh, das muss jetzt ich für die Kinder aufbauen und abbauen und auf jeden Fall auch mitspielen. Das ist der zweite Punkt. Ein Spiel, ein Kinderspiel, was sich sehr gut auch dafür eignet, dass die Kinder sich selber damit beschäftigen, selber spielen, mit ihren Freunden spielen, alleine spielen, ja. Und das ist aus Elternperspektive ein Riesenplus. Das kann man gar nicht groß genug einschätzen, weil man einfach nicht immer Zeit hat. Also natürlich spiele ich wahnsinnig gerne mit meinen Kindern, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Man muss arbeiten, muss die Küche aufräumen, sonst was. Die Kinder ist langweilig und ich will natürlich dann nicht, dann will ich Sachen haben, wo sie Spaß dran haben, sich zu beschäftigen, ohne, keine Ahnung, vom Fernseher zu sitzen oder so. Und da gibt es nicht so viele Kinderspiele, die sich dafür eignen. Ja? Ja. Also, und das ist Zauberberg und das ist toll. Dazu kommt natürlich noch der niedrige Einstiegslevel, was natürlich prinzipiell gut ist für kleine Kinder. Allerdings ist es natürlich auch schon wieder ein Punkt. Nach oben hin wird es natürlich dünner, wobei auch hier muss ich sagen, was Zauberberg gut macht, meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die sind jetzt 7 und 10, fast 8 ist meine Tochter und die haben sich trotzdem da drauf gestürzt. Erstmal, weil du hast halt diesen, ja, selbst unser Bürokind hier, Alex, hat sich da erstmal drauf gestürzt, weil es natürlich erstmal Spaß bringt, mit dieser Kugelbahn hier zu arbeiten. Oder wie hast du das empfunden? Ich meine, ich habe es auch tatsächlich jetzt erstmal direkt mal ausgepackt und mit der Chantal gespielt, also mit der Praktikantin, die wir zurzeit hier haben, dankenswerterweise. Und wir haben halt dann auch so, ja okay, jetzt hier kooperativ. Und aber tatsächlich, es ist das einzige der nominierten Spiele, die ich nicht jedes Mal mitspielen wollen würde. Also von daher tatsächlich gut, dass die Kinder das alleine spielen können. Bei auf jeden den Fall. Anderen beiden würde ich sofort immer mitspielen, obwohl das andere, also auch schon clever, auch schon ab 5 ist, ja, finde ich es auch für Erwachsene gut. Ja.
Ja, also man muss halt sagen, es ist halt kein Kinderspiel, bei dem man als Erwachsener jetzt so ein super Spielerlebnis hat. Ja, weil ja, es ist halt letztlich ein Glücksspiel. Man macht, am Anfang findet man das halt so ganz faszinierend, dann nützt sich das sehr schnell ab. Das gilt halt auch für die Elternkinder, auch bei meinem Sohn, der fand es auch nett, aber man hat auch gemerkt, nachdem er es dann ausgespielt hatte, so eine Stunde lang, war es auch durch so. Also ich habe nicht das Gefühl, er würde es jetzt vermissen, wenn es ja. jetzt nicht mehr da wäre. Es ist halt für die kleinen Kinder. Und ich persönlich finde allerdings, es ist nicht grundsätzlich ein Mangel, wenn man jetzt sagt, gut, es ist jetzt kein tiefgründiges Spielerlebnis für die Erwachsenen. Wenn die Kinder dabei Spaß haben, habe ich als Erwachsener auch Spaß mit den Kindern, das zusammen zu spielen. Das ist schon in Ordnung. Man muss sich nur klar machen, ich würde dieses Spiel einfach jetzt nicht mehr als Geschenk für einen Achtjährigen empfehlen. Mhm. Also eigentlich müsste es, weil ein Achtjähriger hat damit auch noch Spaß, aber es ist dann halt sehr schnell vorbei. Ich würde schon dann lieber einem Fünfjährigen oder einem Sechsjährigen das Spiel schenken oder kaufen. Das ist halt auch älter würde ich da nicht gehen. Obwohl ich natürlich die anderen beiden Spiele viel lieber mitspielen würde, liegt es auch einfach daran, dass man da taktisch rangehen kann. Und durch die Glückskomponente hier drin gibt es nicht die Möglichkeit, als Erwachsener immer aufzutrumpfen. Und das ist ja dann auch immer schade für Kinder, wenn sie merken, ich kann da nicht dem taktischen Papa gegenüber spielen und gewinnen. Von daher ist es ja perfekt, dass es das Kinderspiel überhaupt, wenn dann überhaupt. Also wenn man eben diese Glückskomponente mit drin hat und man als Erwachsener dann eben nicht den Vorteil des Klügeren hat. Auf jeden Fall. Wobei natürlich da wiederum das Ding ist, ne, also ganz ehrlich, ne, meine Kinder sind natürlich, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, aber dieses Cheat-Ding hier mit dem Zauberlehrling so hochheben, dass die Kugel quasi schon mal die erste Kurve so nimmt, wie ich das für richtig halte, das haben sich, also gefühlt meine Kinder instant gemacht. Also beim ersten Mal haben die schon angefangen zu cheaten. Das ist natürlich was eher negativ ist, finde ich, weil ist die Frage, ob das intendiert ist von dem Spiel und das macht es, glaube ich, tendenziell auch leichter, wobei man das mit diesen heftigen Leveln dann wieder gegen balancieren kann. Und trotzdem ist ja noch viel Glück dabei, nur weil du das erste, und außerdem klappt es auch nicht immer. Also das ist das Gute an diesem Cheat. Es klappt auch nicht zu 100%. Manchmal versuchst du es und die Kugel geht dann trotzdem irgendwie in die andere Richtung. Also von daher, das finde ich jetzt ist nicht so ein großes Thema. Ja, aber ein Thema, das Thema ist ein Thema und darüber müssen wir tatsächlich nochmal reden, bevor wir dann nochmal kurz über die anderen Sachen gehen. Ich bin echt froh, dass es bei deiner Tochter auch aufgefallen ist. Ja, erzähl doch einfach mal selber. Genau. Also, man muss einfach festhalten, dass wir inzwischen in einer anderen Zeit leben und ich kann es nur immer wiederholen, ich sage das eigentlich bei fast allen Kinderspielen, sage ich das. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und meine Tochter spielt keine Spiele, in denen es zum Beispiel keine weiblichen Charaktere gibt, keine weiblichen Helden gibt. Also wenn es jetzt Charaktere gibt, es gibt also keine weiblichen Spielfiguren oder sowas. Ne? Und man muss sagen, dass das sich jetzt auch durchgesetzt hat letztlich bei den Kinderspielen, also bei fast allen, wo es jetzt Figuren gibt. Auch bei den nominierten Spielen, ne? Quacks und Co. zum Beispiel, gibt es Mädchen, Charaktere männlich. So. Bei dem Spiel kann man auch sagen, dass es sowohl weibliche als auch männliche Charaktere gibt. Und hier gibt es männliche und weibliche Charaktere, aber die sind natürlich ganz ungleich verteilt. Es gibt eben nur den Balduin, der schöne männliche Zauberlehrling hier, Zaubermeister und seine männlichen Zauberschüler. Und es gibt die bösen alten Hexen. Und das ist meiner Tochter auf jeden Fall aufgefallen. Und ich muss auch sagen, mir ist es natürlich auch sofort aufgefallen. Ich finde es jetzt nicht, also man darf mich ja auch nicht falsch verstehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt das Spiel kaputt macht. Absolut nicht. Aber ich finde, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und vor allem deswegen, weil die Hexen, also ich finde es gar nicht so schlimm, dass die Frauen böse sind, die Männer die Guten. Das finde ich schon schlimm. Ja, aber es ist die Frage, was heißt die Guten? Dass die einen Rollen haben, die anderen die anderen. Das finde ich noch gerade noch so okay. Ja, weil das kann ja auch mal andersrum sein. Ja, oder man hätte es halt einfach andersrum machen können, dann wäre es ja. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, wie die Hexen hier dargestellt sind. Weil die sind im Prinzip, ich habe so gesagt, ich finde, das ist die Hänsel- und Gretel-Menschenfresser-Hexe. Ja. Und die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Also meine Tochter verkleidet sich gerne als Hexe bei Halloween. Und das hat sie halt gesagt. Sie hat gesagt, also diese Hexen, die sind ganz schön böse, hat sie so hat sie das ausgedrückt. Ja, weil Hexe ist für sie eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Ja, und jetzt so eine fiese Hexe hier zu haben, die quasi wirklich hier, also das wird hier ja thematisch nicht ausgespielt. Und das ist auch das Ding, weswegen ich das nicht so schlimm finde, weil das Spiel ist kein thematisches Spiel. Mhm. Also im Spiel, sie hat das auch erst nach dem Spielen gemerkt, als sie da mit den Figuren so rumgespielt hat. Das Spiel selber behandelt es gar nicht. Ja. Und das ist auch der Grund, weswegen ich das hier eigentlich ein bisschen schade finde, weil man hätte es aus meiner Sicht relativ leicht
nicht in diese Falle hätte tappen können, indem man zum Beispiel einfach nur diese Hexe anders gestaltet hätte. Ja. Indem man sie jung gemacht hätte, irgendwie cool. Die können ja trotzdem irgendwie, keine Ahnung, man hätte sich ja ausdenken können, es ist irgendwie die coolen Hexen gegen die coolen Zauberlehrlinge und so, ja. Und du hättest nicht... Dadurch, dass du ja auch einfach als Team spielen kannst, also die einen spielen die Hexen und die anderen spielen die Zauberer, hattest du ja vorgeschlagen, cool, die einen sind halt einfach männlich, die anderen sind weiblich, aber eben nicht konnotiert mit gut und böse, sondern einfach nur gegeneinander. Also ich verstehe, dass man sozusagen, ich verstehe aus produktionstechnischen Gründen, dass man nicht gesagt hat, wir können jetzt hier auch noch weibliche Zauberlehrlinge machen, weil das hätte einfach eine zusätzliche Figur bedeutet und das ist natürlich deutlich teuer. Aber man hätte zum Beispiel einfach sagen können, wir machen so viele Hexenfiguren rein wie Zauberlehrlingfiguren, dann könnten die Kinder nämlich, also zum Beispiel Familien, wo dann zum Beispiel auch nur Mädchen die Kinder sind, ja, die können sich dann ausdenken, okay, wir spielen aber lieber die Hexen gegen die Zauberer und nicht umgekehrt, ja, oder umgekehrt. Und das wäre relativ einfach gewesen. Und wie gesagt, ich möchte das nicht überdramatisieren, aber ich finde schon... Wenn das halt ungefiltert bei einem jungen Geist, einem 5 Jahre alten Kind kommt, dann wird das verinnerlicht. Ne? Genau. Und ich finde, Harry Potter hat es ja auch geschafft, Hexen aus diesem Negativen rauszuziehen und einfach zu sagen, Hexen und Zauberer sind alles dieselben Schüler, die stehen zusammen und die sind einfach alle gut oder können auch alle böse sein. Und das ist halt eher und ein Schritt. Und man muss halt einfach sagen, ja, also das Bild zu dieser alten, wunderlichen Frau, die so im Wald lebt, ja. Also meine Frau sagt ja immer, das waren so die ersten, keine Ahnung, vielleicht auch lesbischen Frauen, die keine Männer haben wollten, ja. Okay. Die wurden sozusagen da so ein bisschen auch so stigmatisiert, ja, als komisch, ein bisschen verschroben, haben keinen Mann, sind seltsam, machen so ihr eigenes Ding, ja. Ich sag nur, das ist prinzipiell schon was, ein Rollenbild, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich finde es jetzt auch, sag ich mal, man darf es jetzt auch nicht so hochhängen, es ist einfach nur ein Spiel, ja, und es ist auch in Ordnung, aber es ist jetzt schon auch Kinderspiel des Jahres geworden und da muss ich auch sagen, da kommen wir jetzt nochmal auf den letzten Punkt zu sprechen, Kinderspiel des Jahres, es ist, ich hatte ja gesagt, es ist ein tolles Kinderspiel für kleine Kinder, die Kinder fanden das wirklich toll, haben das auch gerne alleine gespielt, aber aufgrund der doch komischen Rollenverteilung finde ich es ehrlich gesagt, aber nur aus diesem Grund, wirklich nur aus diesem Grund, finde ich es tatsächlich nicht so ein gutes Kinderspiel des Jahres, weil das wird einfach bedeuten, dass unglaublich viele Leute sich das kaufen werden und dadurch, dass in unglaublich vielen Kindern Zimmern dann Einzug hält mit diesen ekligen Hexen. Und das ist, finde ich, dann tatsächlich ein Argument, zu sagen, dass vielleicht doch eins von den anderen beiden Spielen das bessere Kinderspiel des Jahres gewesen wäre, weil beide Spiele, muss man sagen, gerade was das Thema angeht, wirklich toll sind. Ja. Also, hier ist auch so schön bildhaft erklärt bei Auch schon clever, dass man einfach auf einer Geburtstagsparty ist und die Kinder erinnern sich an schöne Zeiten eben auf ihrem eigenen Geburtstag oder von Freunden, pusten da die Kerzen auf. Das ist total bildlich für die Kinder, vielleicht für uns Erwachsene nicht, wenn wir mitspielen, aber für die Kleinen. Und hier ist ja tatsächlich auch komplett verzichtet worden auf menschliche Charaktere. Also hier ist es auch total egal, da geht es auch gar nicht darum, ob man männlich, weiblich, böse, gut ist, sondern einfach nur um einen tierischen Geburtstag. Ja. Und bei Quacks & Co., das haben wir euch ja auch schon vorgestellt, das ist ja im Prinzip die Kindervariante von Quacksal von Quedlinburg, auch ein ganz, ganz tolles Kinderspiel. Es ist ein bisschen eine andere Kategorie, es ist für ältere Kinder ein bisschen, es ist natürlich viel strategischer. Es ist ein Spiel, was man mit den Kindern zusammen spielen muss, das werden sie nicht alleine spielen oder wahrscheinlich nicht, außer es gibt natürlich auch Kinder, die wirklich so ein Spiel alleine mit ihren Freunden spielen, aber eher die Ausnahme, würde ich sagen. Aber nur mal so, hier sieht man halt einfach, dass, was halt die zeitgemäße thematische, sag ich mal, gerade bei Kinderspielen Geschlechterdarstellung ist. Da hat man das Mädchen, den Jungen, man hat sogar noch einen diversen Charakter. Und das wird halt mitgedacht. Ich finde das jetzt auch nicht ein Make or Break für ein gutes Spiel. Ja, ich hätte jetzt mich jetzt auch nicht gestört, wenn da vielleicht nur ein Mädchen gewesen wäre oder keine Ahnung. Ich finde es auch echt schön, dass hier um das Spiel herum gedacht wurde. Ja, wir packen einfach tatsächlich in den Vordergrund, in die Mitte der Packung eben dieses Mädchen. Ich finde es schön. Ja, das ist so. Weil so häufig hat man das eben andersrum gehabt. Genau, das hat man einfach sehr häufig andersrum gehabt. Und es fällt halt einfach nur auf, dass bei Zauberberg das irgendwie so gar nicht mitgedacht wurde. Mhm. Ja. Und ich unterstelle denen auch gar nicht eine Großartigkeit, aber wahrscheinlich einfach kein Gefühl dafür, also nicht den Blick dafür gehabt zu haben. Ja. Ich glaube, das wurde einfach nicht mit beachtet. Und ich muss halt auch nochmal sagen, oder jetzt, ne, ich weiß, das ist natürlich auch, da spielt auch viel mit rein, wie die Kinder auf die Spiele reagieren. Und aber man kann jetzt auch nicht, finde ich, von einem 5-jährigen Kind erwarten, dass es das als negativ empfindet, sondern die nehmen das dann einfach so, also das bleibt einfach hängen. Ja? Also das ist ja das Problem, dass die Kinder selber, denen kann man diese Verantwortung nicht geben, was sie jetzt gut finden oder schlecht, was diese, sag ich mal, stark
vielleicht einseitigen Rollenbilder betrifft, weil das verinnerlichen die dann halt einfach. Ja. Aber die Jury, finde ich, hätte da vielleicht schon auch noch ein Augenmerk drauf legen können, dass sie das nicht beachtet hat, finde ich tatsächlich, muss ich sagen, ein Fehler. Ja, aber das ist natürlich auch, ja, kann man natürlich auch anders sehen. Generell würde es mich interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Findet ihr, dass das Geschlechterdiversitätsthema bei Zauberberg, ja, findet ihr das auch problematisch oder würdet ihr sagen, ach, das, da übertreibt ihr jetzt, das ist schon in Ordnung? Ich meine, ich bin da auch so hin und her. Ne? Ich meine, ich lese auch gern die alten Grimms Märchen, lese ich trotzdem auch gerne vor. Trotzdem. Das ist auch nochmal so ein Thema. Wenn ich so mal drüber nachdenke, ich habe ja keine Kinder, aber ich hätte gern welche. Und wenn ich so über Märchen nachdenke, ob ich die wirklich noch heutzutage vorlesen möchte. Also, es ist so, man muss die halt, ja, man kann die vorlesen, aber nicht unkommentiert. Genau. Ja, man kann die vorlesen. Das finde ich auch wichtig, ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Kultur. Gut, sozusagen, nicht gut, dass es jetzt gut wäre, sondern einfach nur, das wird so oft rezipiert und so, das ist halt wichtig, dass man das auch kennt, ja. Aber man muss wirklich drüber reden, ja. Also gerade bei den Grimms Märchen sind halt wirklich haarsträubende Geschlechterrollen teilweise drin. Also gerade bei Hänsel und Gretel, also nicht nur, dass die Hexe Menschenfresser ist, mehr oder weniger. Du hast ja auch diese schreckliche Mutter, die wirklich verlangt vom Vater, vom guten Vater, ja, die Kinder umzubringen. Ja, also ganz, ganz schrecklich. Ja. Und das aber muss man wirklich. Von jedem gut und böse und männlich-weiblich ist diese ganz klar schwarz-weiße Charakterwelt in Märchen einfach überhaupt nicht realitätsbezogen, weil jeder Mensch ist irgendwie eine Graustufe. Jeder Mensch hat gute und schlechte Anteile in sich. Ja, ja. Und ja, also, deswegen nicht unkommentiert lassen. Nicht unkommentiert lassen. Also ich finde schon, dass die Märchen haben eine Faszination, die haben so eine urtümliche Kraft auch in sich, ja, was schon auch eine Qualität ist. Aber der Punkt ist halt, gerade diese Rollenbilder muss man halt verstehen. Und es gibt da sehr kluge Analysen, wo das herkommt und wie das sozusagen, also zum Beispiel auch, schweifen wir so ein bisschen ab, aber es ist wirklich ein spannendes Thema. So zum Beispiel, dass man dieses Schneewittchen-Ding, das ist quasi so ein, das ist eigentlich so der Neid der eigenen Mutter, gar nicht der Stiefmutter, der eigenen Mutter auf die Schönheit der Tochter. Ja. Ja, was totales Thema ist, weil es ist halt so, ne? Irgendwann ist man dann 40, 50 und dann hat man eine Tochter, die ist 16 und die ist natürlich viel schöner, die ist so schön, wie man früher war, als man selber jung war. Und das ist in Märchen dann nur so abgeschwächt, dass es die böse Stief, das halt darf nicht die echte Mutter sein, das würde so dem Gefühl widersprechen, ja. So, dass die echte Mutter so neidisch auf die eigene Tochter ist, aber das ist natürlich die psychologische Realität, die wir haben und so wurde es in den Märchen dann umgebaut. Und da steckt schon ganz viel drin, aber das muss man mit den Kindern bereden und letztlich müsste man dann sozusagen auch, also habe ich auch, letztlich habe ich Zauberberg mit meiner Tochter dann beredet und gesagt, ja, das ist eine böse Hexe, aber es stimmt nicht, dass alle Hexen böse und blöd sind, sondern erstens findest du Hexen ja auch ganz cool und verkleidest dich gerne als eine und Hexen können auch cool sein und gut sein. Und die Frage ist halt, ja, ist halt, also aber eigentlich sage ich, muss das, also das, ich brauche kein Spiel, um, dafür lese ich dann die alten Märchen, ja, um sozusagen diese Diskussion zu führen, damit ich kein Spiel von 2022 habe. Ich weiß auch nicht, ob das bei deiner 5-jährigen Tochter schon ein Thema geworden wäre. Vielleicht, genau, das ist nämlich das Problem. Wenn die zu jung sind, verstehen sie es halt einfach nicht. Ja? Dann kannst du ihnen noch so sagen, ja, nee, es ist nicht so. Die sehen das und sagen so, die sagen mir, Papa, du hast Unrecht. Ja? Hexen sind böse. Ja, so, ne? Und das ist halt, da seht ihr, das ist schon problematisch. Von daher, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil das Spiel ist super, wirklich super. Und aus meiner Sicht hätte gar nicht viel gefehlt, um das sozusagen zu umschiffen. Man hat sich hier nur keine Gedanken gemacht. Und das ist schade. Trotzdem kann man das Spiel sich trotzdem zulegen. Es wird jetzt auch niemand halt verderben. So, ja. Also ohne da wirklich eine Bewertung reinzubringen, unterscheidet sich ja Zauberberg insofern auch von den beiden anderen Kandidaten, dass die Wolfgang Waar-Spiele auf die älteren Spiele für Erwachsene oder für Familien darauf vorbereiten, was ja auch ein schöner Effekt ist, wenn man eben selber eine Spielerfamilie ist. Und bei Zauberberg ist es wirklich so eine eigene Kinderwelt. Das ist tatsächlich etwas, dieser Murmelbahn, das bereitet ja nicht auf irgendwie weiterführende Spiele vor, sondern da darf man einfach Kind sein. Und beides hat ja natürlich irgendwie so seine schöne und positive Seite. Ja,
Und trotzdem muss ich auch sagen, ich freue es auch wirklich für den Autor, gerade für den Jens-Peter Schliemann auch, weil er so viele gute Spiele auch schon gemacht hat, gute Kinderspiele und immer wieder mit diesen physikalischen Mechaniken rummacht und hier das wirklich so, diesen Mummelbahn-Mechanismus mal so richtig aufs ganz Wesentliche reduziert hat, oft ein gutes Rezept für ein gutes Spiel, Sachen aufs komplett Wesentliche zu reduzieren. Von daher, ja, es freut mich. Thematisch denke ich, muss man, das ist auch eine Aufgabe so ein bisschen des Verlages, würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wird in Zukunft. Gerne könnt ihr da in diese Diskussion mit einsteigen. Wir sind jetzt viel abgeschweift. Trotzdem, die beiden anderen Spiele sind auch echte Empfehlungen. Super, super Kinderspiele. Könnt ihr genauso kaufen für die kleinen Kinder. Definitiv auch schon clever für die etwas größeren dann mit Quacksalber von Quedlinburg. Das wird hier ab 6 angegeben. Und das hier, ab 5. Das ab 5, ja. Und das stimmt, ne? Das kann man auch, da kann man schon richtig früh anfangen. Wobei das dann schon ein bisschen, also ja, auch schon clever müssen die Kinder dann halt sein, ja. Aber das kriegt man schon hin. Also von daher habt ihr auch gute Auswahl, wenn ihr jetzt sagt, ah nee, dann nehme ich doch lieber keinen Zauberberg. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr so ein Spiel kauft, jetzt gerade auch zu Weihnachten oder sonst, dann freut uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Kanal unterstützt, indem ihr einen Partnerlink benutzt. Die findet ihr im Beschreibungstext. Ja, damit helft ihr uns hier, weiter diese Videos zu machen und euch mit diesen Informationen hier zu versorgen. In dem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.